das ist Robert Lachmann. Der momentan wirtschaftlich inaktive Chemtrail-Verfechter möchte beweisen, dass man sich 99 Stunden ausschließlich von McDonald's-Essen ernähren kann. Dafür beginnt ein waghalsiges Selbstexperiment. Ich möchte in einem Selbstversuch beweisen, dass McDonald's-Produkte eine allumfassende Ernährung bieten. Zum einen ausreichend Vitamine für ein gesundes und gutes Leben, zum anderen Mineralstoffe und auch eine große Auswahl bieten für den täglichen Bedarf. Der Selbstversuch ist auf 99 Stunden ausgelegt. Natürlich haben wir hierzu auch einen Experten befragt. Professor Dr. Imber war so freundlich, uns zu beraten. Professor Dr. Imber, Sie können also bestätigen, dass McDonald's alle Mineralien und Vitamine, die man zum Leben braucht, bieten kann? In der Tat, dazu haben wir eine zweijährige Studie durchgeführt mit folgendem Ergebnis. Wie Sie sehen können, erhöht der tägliche Konsum von McDonald's-Produkten die Lebenserwartung drastisch. Eine Negativkontrolle hingegen zeigt, dass Probanden, die während dieser Zeit keine Nahrung zu sich genommen haben, nach kurzer Zeit gestorben sind. Dann würde ich sagen, starten wir ins Experiment. Zeit läuft. Oh mein Gott! Ruf den Krankenwagen! Haben wir hier nicht einen Doktor? Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir die reinigende Wirkung von Rohrreiniger auf den menschlichen Darmtrakt in einem spannenden Selbstversuch testen. Ich liebe es!